Was geht ab, Freunde? Willkommen zum nächsten Paloreño. Und zwar haben wir doch jetzt beim Direktor angefangen. So viel dazu, Ichigo sagt er, meine Welt wurde von den Venoms vollständig überrannt. Hört sich an, als ob alle Welten gerade Probleme hätten. Ich kenne nicht alle Details, aber unsere Soul Society ist besorgt. Wow. Sie sagen, es sei gefährlich, wenn die Jump-Welten verbunden sind. Also bist du hier in der echten Welt, um uns zu kontaktieren? Genau, ich kann nicht glauben, dass ich so einfach und schnell überwältigt wurde. Es gibt keinen Grund, sich zu schämen. Ich muss tief in mein Innerstes blicken, um meine Kraft zu finden. Tue ich das nicht, wird unsere Welt den Venoms zum Opfer fallen. Wir stecken hier alle gemeinsam drin. Ichigo Kurosaki, Ersatz Shinigami, zu Diensten. Lol, Alter, wie ernst er das nimmt. Jedenfalls, Freunde, willkommen zu einem weiteren Part. Update ist immer noch nicht durch. Derselbe Tag, in dem ich das Ganze aufnehme. Dieselbe Minute eigentlich nach dem Part von zuvor. Deswegen, die Ladezeiten kennt man. Sie sind immer noch anwesend. Aber wir machen jetzt einfach mal weiter. Die aufgeweckte Jugend. Ah, oh, das hört sich doch eigentlich nach Rock Lee an. Also, viele haben sich auch Rock Lee gewünscht, ja. Wie ich das so entnehmen konnte aus den Kommentaren und so und so fort. Hätte was, finde ich. Odoro Piccolo, ich will, dass ihr euch nach Mexico City begibt. Dort soll sich ein Bewohner der Jump-Welten herumtreiben. Und bitte beeilt euch, bevor die Venoms ihn finden. Verstanden, Odoro, bist du bereit? Ja, mach mal, let's go, Piccolo. Ich finde Piccolo als Mentor übertrieben cool, also... Piccolo ist, der ist so ein Mentor-Typus, keine Ahnung warum, der ist voll cool eigentlich als Mentor, streng auch natürlich, aber auch fürsorglich auf irgendeine Art und Weise. Wir haben es bei Gohan mitbekommen, ne? Das war schon geil, die Zeiten, als Piccolo Gohan trainiert hat und zu seinem echten Vater wurde. Oh! Oh, der Pharao! Yu-Gi-Oh! Danke, dass du mir Gesellschaft leistest. Sawaruno! Dio, wie krank Dio ist! Oh mein Gott, wer bist du? Mein Name ist Dio. Du sollst dich geehrt fühlen, dass du mir aufgefallen bist. Was soll das hier werden? Würdest du mir bitte deine wahre Stärke zeigen? Warum? Was hast du vor? Nichts, wovor du Angst haben müsstest. Ich möchte dich nur jemanden vorstellen, den Mann, der die Venoms kontrolliert. Er ist derjenige, der dich in diese Welt gerufen hat. Du Elend! Oh! Dro! Mosacardo! Dro! Der ist richtig getickt. Vorsicht, ich kann das Ki der Venom spüren. Oh nein, die haben den schon. So schnell geht's, Yugi, oder was? Alter, Yugi, her mit Yugi. Ich finde Yugi so cool einfach als Charakter auch. Yu-Gi-Oh! Als Kind fand ich sowas von interessant. Natürlich wegen Spielkarten noch, weil man das dann spielen konnte. Aber der Charakter Yugi. Also jetzt nicht der Pisser Yugi, ich meine Yami, wie krank das war mit den Schattenspielen etc. Und dann als er zum Pharao wurde, zu Artem. Und by the way, Yu-Gi-Oh! Staffel 0 gibt es eigentlich. Das würde ich mal jedem empfehlen anzuschauen, weil da geht es doch nicht um Karten, sondern um die Schattenspiele. Das ist wirklich sehr interessant. Staffel 0, mehr oder weniger, da solltet ihr das finden. Das ist quasi vom Manga. Das ist richtig geil. Also es gibt auch Animationen davon, Anime quasi. Das haben die richtig cool gemacht. Oh. Die Schaden. Das war eine Fähigkeit war das. Ja, ich raff gar nichts. Der hat mich total im Griff. Oh. Slife war so cool. So cool einfach. So geil, Slifer. So geil gemacht. Hä? Ich hab doch zu Piccolo gewechselt. Wow. Aber die eine Kombo von dir, die hat mein ganzes Leben zerstört. Sag mal, was ist das? Please nerf Yugi. Das war eine Kombo mit dunklen Magie. Ich muss mir vorstellen, das ist ein Skill. Er hat zwei irgendwas. Aber ich muss ehrlich sagen, mit Yugi ist schon schwer zu treffen mit seinen Skills. Aber wenn man sie trifft und sie so viel Schaden machen, dann denke ich mir auch, ja, GG. Please nerf this. Ja, Leute. Ja, gegen den Pharao kann man auch verlieren, so ist nicht.
Aber jedenfalls richtig wegen Staffel 0. Schreibt es mal auf YouTube. YouTube. Yu-Gi-Oh! Staffel 0. Da solltet ihr das finden. Sehr interessant, wirklich. Sehr interessant. Zwar alte Zeichenstil. Ist auch sehr alt. Aber sehr, sehr interessant. Da versteht man ein bisschen mehr, wie, was mit den Schattenspielen eigentlich gemeint ist. Oder mit dem Millennium-Puzzle richtig. Was ist das für ein Schaden, bitte? Draw Monster Card. Holle! Mosoko! Nein! Friss das, Junge! Wie wenig Schaden, guck mal. Kein neues. Oh oh. Der sieht so cool aus. Der sieht so cool aus. Was haben die gemacht? Was ist das? Hör auf! Ein Skill von mir tötet mich komplett. Was soll das? Ein Skill trifft mich mein ganzes Leben weg. Warum? Warum? Nee, ganz ehrlich. Ich will nicht mehr spielen. So will ich nicht mehr spielen, Yugi. Komm, eine kommt. Komm her, Junge. オセリスの天空流 Déjà vu. Guck mal, ich hab den gepackt, das kann's nicht sein. Der war vor meinem Visage, ich hab den gepackt, Alter. Das kann's nicht sein, guck mal. Und jetzt, wie viel Schaden der macht! Verarsch mich doch nicht, Mann! Nichts, einfach nicht getroffen. Alter, legit kein Bock mehr. Ja, natürlich hat er wieder dieser neue Super Attack. Hey, es ist so unfair. Ist Yugi der Endgegner oder was? Oder habe ich irgendwas verpasst? Was soll das? Eine Fähigkeit bringt mich um. Komplett eine Combo. Warum? OP! Oh Mann. Ja, so sowas.
Was machst du? Guck mal. Ich entrinne, der tut mich trotzdem. Ja, nicht getroffen, einfach genommen ist. Schöne Kampf. Ob das trifft, in meinen Träumen vielleicht. Was soll ich dazu sagen, Alter? Was soll ich dazu sagen? Ihr habt doch gesehen. Nein, hör auf! Kein Sinn. Kommt, Yugi bekämpfen. Halbe Stunde. Endgegner. Das ist der neue Endgegner gewesen von Jump Force. Yugi Muto. Yugi Traktor. Ich fand Yugi mal cool. Bis zu diesem Zeitpunkt. Na, Spaß. Aber Mann, war das sah unnötig lang, um ehrlich zu sein. Aber ja, kann auch sein, dass ich vielleicht ein bisschen underlevelt bin. Kann wirklich sein, weil mit dem Level steigt ja auch meine Angestellung und Gesundheit, wenn mich alles Zeug vom Charakter. Was soll's? Stab dir den Kubus. Ja, das war's. Wie hast du den Kubus gestabt, Osaru? Du hast einfach ihn angeschaut. Was zum... Wo bin ich? Kontrolliert, jetzt verstehe ich. Ah, der sieht so cool aus, verdammt. Keiner kommt an Yugi ran. Also von der Yu-Gi-Oh! Serien, von den ganzen Staffeln. Yami war verdammt nochmal so cool. Marek war auch krank. An sich die Staffel mit den Götterkarten. Was ist das? Ach so, lol. Weil die Sonne scheint oder was? Keiner weiß. Ja, wow, GG. Ah, okay. Oh, so viel dazu. Und das ist das neue Mitglied von Team Alpha. Jawohl, der ist in meinem Team. Yugi Muto, schön, deine Bekanntschaft zu machen. Dio hat mir etwas gesagt. Ich sei nur hier, weil der Herr der Venoms mich gerufen habe. Wenn er denkt, dass er mich wie eine Schachfigur behandeln kann, dann irrt er sich gewaltig. Korrekt, sehr cool. Okay, so viel zu unserem anstrengenden Kampf mit Yugi Muto. Machen wir mal sofort gekonnt weiter hier. Komm mit sie. Warte, was mich jetzt interessieren würde, um ehrlich zu sein. Habe ich Yugis Fähigkeiten bekommen? Sansunami, Boruto, Sansunami. Nee, ich musste mir kaufen. Ja, musst du mir kaufen. Mag ich am besten offstream, wie gesagt. Hey, was geht? Boah, da hinten hat's einen Laden. Wollen wir ganz kurz einen Blick drauf werfen, let's go. Ganz kurz. Wegen der Fähigkeiten. Jetzt genau. One Piece, Perfume, Femi, Naruto, Beruto, Sensei, First of the Bleach, Hunter Hunter, Yu Yu Hakusho, Kenshin, Yu-Gi-Oh! Ah, nur eins, lol. Löse einen reinen Zufall-Effekten aus. Ah, okay, schade. Ja, schade. Wobei, Ding hat geile Fähigkeiten. Greif aus, schaden uns Schaden zu versuchen.
Der hat richtig coole Fähigkeiten, der von Black Clover. Oder Clover, was immer. Black Hurricane, Beyblade. Black Meteorito. Ist das die Ulti oder was? Ja. Ich würde gern das von dem holen. Und auf R2 Viereck setzen. Und genau, ja. Lass das mal fürs erste machen. Ja, so kaufen im Prinzip Fähigkeiten. Offscreen mache ich. Sonst fällt ich da zu viel Zeit. Ich kenne mich. Offscreen werde ich das machen. Aber im Prinzip kann man sich Fähigkeiten aus dem Land kaufen. Und die dann aufwerten. Anpassen, ja, an der Stelle. Hier statt Kamehameha hätte ich gerne das drauf, genau, R2 Viereck. Ich weiß nicht, ob es von Xenoverse ist, aber für mich ist R2 Viereck irgendwie angewohnt, dass es ein Nahkampfangriff ist. Ich glaube, es war von Xenoverse, dass ich da Meteor irgendwas so nahkampfmäßig mir hingelegt habe bei meinem Charakter. Jedenfalls, machen wir mal weiter. Heldenanwärter, let's go. Welche Heldenanwärter gibt es? Da bin ich drauf gespannt. Boruto, sieh das hier mal an. Oh, Deku. Er sieht aus wie ein Superheld. Ich kann nicht glauben, dass irgendjemand in so einem Aufzug rumlaufen würde. An Izuki Midoriya ist mehr dran, als man im ersten Moment denkt. Er wurde höchstpersönlich vom größten Helden dieser Welt auserwählt und er trainiert an den hochrangigsten Heldenakademie. Also, warum sollte jemand wie er hier Unruhe stiften? Das bedeutet, dass sie werden uns ihren Einfluss verröchern. Naja, nun, naja, aber ciao. Wenn ihr unbedingt gerettet könnt, wäre ein Mächtiger von J-Faust, danke, okay, dann los. Alright, dann wollen wir mal. Ja, Hero Academia. Kann ich auch auf jeden Fall Ihnen empfehlen. Sehr schöner Anime, My Hero Academia. Hätte ich mir wirklich mindestens einen weiteren Charakter noch gewünscht, um ehrlich zu sein. Hoffentlich kommt da noch ein DLC. Wirklich. Das sind wirklich coole Charaktere bei My Hero. Genau. Alright. Decke! Puhu, ich werde es schaffen. Ich werde nicht aufgeben, ich werde auf All Might nicht enttäuschen. Das arme Kind sieht traurig aus. Du bist ja nett. Glaub mir, ich weiß, wie es ist, den Anforderungen anderen zu entsprechen. LOL. Wir müssen ihn retten. Das geht eh. Ja, hier willst du mal bitte die Sonne. Die Sonne, die eskaliert gerade komplett. Keiner weiß. Naja. Also All Might haben sicherlich viele gewünscht. Das ist mir bewusst. Aber nicht mal Baku ist zum Beispiel dabei. Oder ich finde den Tokoyami, ich vergesse mal seinen Namen. Der mit dem schwarzen Schatten, der ist richtig cool. Dieses Rabe, so mal das sein soll. Der ist richtig cool. So, jetzt Deku, bin ich gespannt, ob der auch so OP ist wie Yugi. Oh, der hat schon die Sidesteps drauf. Alter, mit Rasengan kombiniert. Falls es geklappt hat. Oh! Alter, wie wir den gekontert haben, was? Ah, Boruto, so mag ich schon, dachte war ja! Komm ran, Junge, Alter, wie krank Boruto ist! Jetzt geh mal ab. Komm, sein Rasengan-Kombo. Oh, ist ein geile Kombo. Seht ihr? Das sollte nicht so die Kombo. Oh. Geil, geil, geil. Von Asta, die Fähigkeit ist geil. Aber den Anime von Asta habe ich nicht gesehen. Black Clover oder Clover, wie auch immer man das aussprechen mag. Das habe ich nicht gesehen. Soll guter Anime sein? Ich habe gehört, wird mit Naruto verglichen. Aber der Charakter kann nerven, der Hauptcharakter Asta, weil er zu viel schreit. Das ist, was ich gehört habe zu dem Anime.
Aber ja, vielleicht kann man den auf jeden Fall einen Versuch geben. Ich schaue gerade Jojo an und Jojo ist richtig geil, finde ich bis jetzt. Und ich bin noch nicht da mit den Stunts, sondern ich gucke von Staffel 1 an. Es gefällt mir auf jeden Fall Jojo's Bizarre Adventure. Kann ich jedem empfehlen. Ist ein cooler Anime. Mal da sein, visualize. Osan, tu es. Umbras Kubus wird geborgen. Deku, geht's dir gut? Deku und Boruto, die zwei sollten sich eigentlich gut verstehen, schätze ich. So wie das aussah. Oder, ja, wie gesagt, nicht wundern wegen dem, das ist, da fällt Licht von hinterm Greenscreen ein. Von meinem Fenster. Aber ey, auch schön, wenn die Sonne scheint. Vielleicht nicht den ganzen Tag zocke, danach werde ich dann noch ein bisschen Runde spazieren gehen. Naja, alles gut. So. Gut gemacht, ihr alle. Willkommen bei der Jump Force Izuku Miyuria. Wir möchten, dass du an unserer Seite kämpfst und uns dabei hilfst, die Welt von den Venoms zu retten. Ich habe kein Recht, ein Held zu sein. Lol. Und ich möchte Leuten helfen, die in der Klemme stecken. Und ich darf mich nicht vor meinen Gegnern verstecken. Aber dieses Gefühl hat der Schwarze Kubus benutzt, um mich zu kontrollieren. Diese Gefühle. Ah, kann hier, macht ihn wegen Vorwürfe. Vielleicht nicht, aber ich tue es. Ich war einfach zu schwach, ja? Stimmt. Ich kann nachvollziehen, was du über das Heldendasein denkst. Aber ist dein Traum so fragil, dass er durch eine einzige Niederlage vernichtet werden kann? Sehr schöne Worte, Direktor. Nein, mein Traum bleibt stehen. Oh my God. Das klingt viel besser, let's go. Cool, das war cool. Das war schön. Aber ich finde, die hätten die Mimiken der Charaktere ein bisschen besser machen können bei so Diskussionen. Die stehen und der Direktor vor allem ist so. Jetzt wenn wir dich und dich dann kommt ihr mal ran. So sieht der Direktor aus für mich. Jener ohne Magie, let's go, Freunde. Letzte Mission für diesen Part. Und dann bin ich gespannt, wer jener ohne Magie ist. Ein seltsamer kleiner Rabauke, wie? Erzähl mir mehr. Sieh dir mal diese Auszeichnung hier an. Asta, ganz ehrlich, ich wollte gerade Asta sagen. Siehst du den jungen Mann mit dem großen schwarzen Schwert? Er scheint unter Kontrolle den Kuben zu stehen. Und dennoch, er kämpft nicht an seine Venoms, er feilt lediglich an seinen Schwertfähigkeiten. Lol. Und er droht allen, die ihn besten, sogar die Venoms. Lol. Ja, genau, let's go. Brechen wir auf Zoro. So. Oh je, Zoro und ich, das ist die Kombo. Wir können uns nur verlaufen. Wir können uns dann nur verlaufen, um ehrlich zu sein. Aber ja. Zoro ist ein cooler Charakter, finde ich. Bei One Piece, ich habe damals den Manga gelesen, habe aber damit aufgehört, weil ich fand. Moment. Ich frage mich, was ihn antreibt. Nun, wir werden es bald wissen. Weil ich fand, also in Manga kam eine Szene, die war richtig geil, die hat mich überwältigt. Aber als diese Szene im Anime kam, war sie einfach besser, weil sie animiert war. Sie war viel besser. Und dann habe ich es bereut, dass ich vorab schon wusste, dass was passiert, statt dass ich eben nicht weiß, was im Manga abgeht. Und das, wenn es dann im Anime kommt, ist ein viel geileres Gefühl, fand ich. Deswegen habe ich aufgehört, an sich Mangas zu lesen. Außer Dragon Ball Super, weil er geht ja voraus. Und ja. Ja, naja, was soll's. So viel dazu. Aber genau, One Piece richtig cool gerade. Ich freue mich auf den Wano Kuni dann nach Big Mom. Wow! Oh mein Gott! Ey, ich bin ausgerichtet. Habt ihr das gesehen? Ich bin echt ausgerichtet. Okay. Wie brutal seine Verwandlung aussieht. Oh! Oh! Junge, das ist Zorro, der ist so brutal, Mann! Schissrussum! Wenn jemand überlegt, wenn jemand richtig gut überlegt. Hat der Haki aufge. Hat der Haki. Nein, oder? Nein! Ich hätte das treffen müssen! Alter, wenn ich jetzt. Nee, nicht mit Zorro. Nicht mit Zorro, Mann. Nein, 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 nein.
Nein! Nein, es ist so knapp! Ja, Mann! Wichtig. Das war ein wichtiger Kampf. Zeichen setzen mit Zorro. Weil wenn jemand überlegt, Zorro hat keine Teufelsrucht, der bombt links und rechts jeden. Wenn jemand überlegt, Zorro, vor allem nach dem Timeskip, der hätte keine wirklich richtige Herausforderung bis jetzt. Also ich rede vom Anime, ich habe keine Ahnung, wie es im Manga abgeht. Aber deswegen freue ich mich umso mehr auf Wano Kuni, Freunde. Oh mein Gott, das war ganz wichtig, dass sie diesen Kampf noch gewonnen haben. Ohne Spaß. Zorro ist richtig cool. Von Asta durfte ich mich nicht dappen lassen mit Zorro. Das geht doch nicht, Mann. Jedenfalls, Freunde. Jetzt kommt noch die Szene mit Astorino, wie wir den ja zurückholen. Und dann wäre es das für diesen Part. Jetzt tue ich es jetzt so, sorry. Okay, dankeschön. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, geben Sie den ganzen Tag Like. Asta bedankt sich. Und ja, genau, Asta, danke. Ciao. Und wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.